Hallo liebe SCP-Fans. Hier rechts neben mir habe ich unseren Fußballprofi Lukas Rupp sitzen. Ich habe mir ein, zwei Fragen ausgedacht, die ich jetzt an ihn stellen werde. Ja Lukas, warum hast du dich für den Fußball entschieden? Dein Vater war Handballprofi, auch hochgespielt. Wieso hast du dich für den Fußball entschieden? Ja, eigentlich ganz kurz erzählt. Meine Mom hat mich mit 5 oder 6 Mal mitgenommen zum Handballtraining. Und habe dann auch mitgemacht, aber habe dann schnell gemerkt, dass es nicht mein Ding ist und hatte dann eigentlich schon wieder den Ball am Fuß. Und dann hat mein Dad gesagt, ja komm, bring doch mal zum Fußball. Und dann bin ich mit meiner Mom zum Fußballtraining und da habe ich dann gemerkt, okay, das macht mir mehr Spaß und da will ich auch bleiben. Ich denke, das hat sich ja auch gut gelohnt. Also die Rückrunde war super von dir, den 10. Was hast du dir für die Rückrunde vorgenommen? Ja, also natürlich will ich da anknüpfen an meine Leistung, aber auch als Team müssen wir weiterhin Gas geben und noch ein paar wichtige Punkte sammeln für den Klassenerhalt. Sehr gut. Ja, wie ich gesehen habe, hast du auch Abitur gemacht. Ich weiß zwar immer noch nicht, wie du es geschafft hast. Ich auch nicht, aber... Aber du kannst uns ja mal kurz erzählen, wie du das mit dem Fußball vereint hast. Ja, war eine schwere Sache damals. Jeden Tag natürlich zur Schule gegangen, danach schnell nach Hause, gegessen, Hausaufgaben gemacht, dann noch vielleicht was mitgenommen für die Fahrt, weil die war 1 Stunde lang nach Karlsruhe. Dort dann trainiert, nach Hause gekommen, noch was gegessen und auch schnell wieder ins Bett. Also war alles sehr geplant, ein kurzer Tagesablauf, immer dasselbe. Und hat sich aber gelohnt, denke ich. Und bin froh, dass ich auch mein Abitur gemacht habe. Meine Eltern sind beide Lehrer. Und haben deshalb sehr viel Wert drauf gelegt, dass ich das auch durchziehe und war absolut richtig so. Ja, ich denke auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Lukas Rupp ein bisschen näher kennenzulernen. Viel Spaß noch und danke für eure Unterstützung. Ciao, ciao. Ciao, ciao.